Ja, und die nächsten beiden Kandidaten, die stehen natürlich auch schon bereit. Benny und Bene. Bene, du machst Slopestyle und Freestyle-Ski und ich verwechsel das immer so als Nicht-Skifahrer. Deswegen hat unsere Redaktion einfach mal nur für mich diesen Film hier vorbereitet. Benedikt Meyer. I got love. 29 Jahre, 1,80 Meter, 80 Kilo. Profi-Freestyle-Skifahrer. Lernt mit 3 Jahren Skifahren. Mit 15 erster Kreuzbandriss. Und um ein Haar Karriereende. Aber er gibt nie auf, trotz vieler weiterer Verletzungen. 2008 mit 19 zum Freeskier of the Year des gesamten deutschsprachigen Raums gewählt. 2010 nochmal. Nimmt als erster und einziger Deutscher in seiner Disziplin Slopestyle bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sochi teil. Fährt heute nur noch Freestyle, wird auf Berg ausgesetzt und muss irgendwie runterkommen. Da sind die beiden schon und warten nur darauf, dass das Signal ertönt, dass sie starten dürfen. Ein kurzes Zwinkern nochmal. Ja, das ist Sportmanship gelebt hier bei Catch. Also, Benny, du legst los. 3, 2, 1, run. Unser Wildcard-Teilnehmer im Ninja-Sport zu Hause. Der macht super viel Sport und nimmt gleich den ersten Buzzer mit. Es gilt, 3 Buzzer zu schlagen. Oh, du bist wahnsinnig schnell unterwegs. 8 Sekunden beim zweiten Boxsack, auch da kommst du locker oben durch. Ja, Bene bringt ein bisschen mehr Gewicht mit, auch ein bisschen mehr Körpergröße. Das ist der nächste Buzzer. Er erfüllt alle Buzzer-Wünsche bis hierhin. Diese Schräge, von mir schon angesprochen, die tut richtig weh. Und da oben merkst du das. Meine Güte, was für ein großes Weglaufkino. Und alle Buzzer werden mitgenommen. Das sind 10 Bonuspunkte. Da hast du auch noch Zeit. Oh Mensch. Das ist der beste Lauf bis hierhin. Spring nicht aus der Grube. Benji, ganz, ganz klasse. Bene, top Job, aber doch ohne Chance. Und auch Simon ist begeistert. Da wird sich schon mal ganz kurz so nach hinten umgeschaut und dann sieht er, doch, den Buzzer nehme ich doch auch noch mit. Und da sieht man mal, wie eklig das ist, wenn diese Riesenboxsäcke da zurückschwingen. Die muss man so ein bisschen footballmäßig erstmal aus dem Weg räumen. Ja, und das ist die Leichtigkeit des Seins. Einfach nur wunderschön, was Benji da macht, unser Ninja-Sportler. Ja, mit Spaß bei der Arbeit. Gilt auch für Simon, den hören wir gleich. Und jetzt gucken wir erstmal, dass es 10 Zähler oben drauf gibt fürs Team Sophia. Und du hast alle Buzzer geholt. Also ihr kriegt nach dem nächsten Lauf spätestens auch nochmal einen 10er oben drauf. Leck mich am Arsch, Benny, wie du diese Schräge da hoch bist. Das sah aus, als müsstest du ganz dringend auf Toilette. Wahnsinn. Alle Buzzer erwischt. Muss ich auch. Ja, musst du auch. Ja, das ist ja, geh aufs Klo. Bene, mit Skiern ist einfacher, oder? Ja. Also, selber mit Röhr, definitiv. Das ist scheiße, wenn man so einen Berg rauf muss und nicht nur runter. Merkst du auch mal, ja? Definitiv. Ja. Lass das. Ärgerlich. Du kannst auch, ich verstehe kein Wort. Er atmet nur, er klingt wie Darth Vader mit Asthma. So, Andrea, du darfst wieder. Luca Pacura jagt unsere Silke aus Team Luke. Sie ist klein, süß, aber ich glaube, oho, da muss man schon sich von ihr in Acht nehmen. Da kommt auch noch mal Luke zum Anfeuern. Ich glaube, sie ist die Einzige, die danach noch Puste hat, weil die kann, während sie wegläuft, auch noch richtig quietschen wie eine Maus, oh, lacht und schreit und freut sich darüber. Silke, freust du dich jetzt auf deinen Run? Ja, ich habe Angst. Du hast Angst? Ja, Silke ist unsere Wunderwaffe, die läuft einfach im Stehen unter die ganzen Dinge. Du musst dich gar nicht ducken. Bleib einfach stehen, unter die Netze durch. Das gucken wir uns jetzt ganz genau an. Also geht auf eure Position, bitteschön, Jan Platte. Silke, da musst du doch keine Angst haben. Aber ich gebe dir gerne noch einen kleinen Hinweis. Also der Mann, der eben gerade weggelaufen ist, Benny heißt, der hat alle Buzzer
mitgenommen. Wenn du auch die 10 Punkte extra haben willst, dann fang gleich an, auch mit dem Ersten, der sich da rechts versteckt, wenn du durchs erste Hindernis durch bist. Ja? Guck mal, Jan zeigt dir da sogar noch ein bisschen was. Wir haben 2 Parcourer, 2 Freerunner. Jetzt auf dem letzten Lauf bei Under Construction. Silke hat Bock. 3, 2, 1, Run. Und sie läuft los. Ja, größenmäßig auf jeden Fall ein Riesenvorteil, den sie hat gegenüber Jan. Der ist auf jeden Fall ein relativ großer Parcourer. Das sieht leicht aus. Da ist die Frage, reicht das kraftmäßig? Aber sie braucht gar keine Kraft. Sie hat den Buzzer ausgelassen. Da hören wir schon im Hintergrund, Buzzer vergessen. Nee, jetzt kannst du die Buzzer auch liegen lassen, denn die 5 kannst du nicht mehr kriegen. Jetzt brauchst du 10 Punkte für dein Team, fürs Team Luke. Die sind ganz, ganz wichtig, sicher in der Endabrechnung. Ja, da geht's auch durch. So ein bisschen mit Rückenkontakt. Oh nee, Buzzer sind egal. Da dürft ihr nicht verkehrt reinrufen, denn sonst wird sie noch gecatcht. 15 Punkte möglicherweise noch drin fürs erfolgreiche Fahren. Nein, du hast es geschafft. Super. Du bist entkommen, alles ist cool. Nicht sicher. Ah, guck mal, Luke hilft dir aus der Grube. Nee, ich hab's geschafft. Gucken noch mal drauf, nur alles gut gemacht. Auch hinten raus allerdings, ja, haben wir gesehen. Die Buzzer sind schon so eine kleine Gemeinheit. Hier war er nah dran. Jan, da hatte er sie um ein Haar kurz vor Schluss. Aber dann hat sie den letzten Schritt noch rechtzeitig gemacht. Punktetechnisch gibt es 10 Zähler. Obendrauf bei Team Luke. Und wir rechnen, ich hab's gesagt, 10 Punkte drauf bei Sophia. Es verschiebt sich ein bisschen was. Was bleibt, ist Team David auf 1. Und dahinter jetzt Sophia mit 25 Zählern und ihrem Team. Ja. Luke mit 20. Und das Team Daniel aktuell Vierter mit 15 Zählern. Wow. Silke, wow. Es ist schon manchmal von Vorteil, wenn man kleiner ist. Du bist einmal einfach durchgelaufen. Ja, die ist sag hier. Ich bin einfach durchgelaufen, ja. Sehr gut. Luke, bist du stolz auf dein Team? Ich bin wahnsinnig stolz auf Silke. Die macht das so toll. Das ist unser Speedy Gonzales. Riesenapplaus für Silke Gonzales. Ja, David Odonkor ist alles andere als glücklich. Er sagt, es sind zu wenig Punkte gerade. Ja, da müsst ihr noch ein bisschen mehr Gas geben. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. 30 Punkte sind wirklich zu wenig. Aber wir haben ja noch ein paar Games vor uns. Ja, genau. Und deswegen gehen wir jetzt auch wieder ins andere Studio. Und wir gehen zum fettesten Match des Abends. David, du warst Weltmeister der Herzen 2006. Du warst Gewinner von Promi Big Brother. Ja. Und jetzt bist du hier bei Catch. Und dich wollen wir noch mal ganz genau vorstellen. Für die Leute, für die wenigen, die sich nicht 2006 in dich verliebt haben. David Odonkor. Jahre, 1,72 Meter. Ehemaliger Fußballnationalspieler. Bricht mit 18 seine Ausbildung zum Briefträger ab und spielt lieber für Borussia Dortmund in der ersten Bundesliga Fußball. Gehört wegen seiner Schnelligkeit als rechter Außenstürmer schnell zur Stammbesetzung. Ab 2006 Spieler der deutschen Fußballnationalmannschaft. Wird auf dem Feld stellenweise mit über 30 km/h gemessen. Letztes Länderspiel am 12. Juni 2008. Seitdem mehrere Trainertätigkeiten und diverse Fernsehshow-Teilnahmen.